Ich bin schon wieder da, junge Frau. Na, wie schön. Vielen Dank. Umsicht und Tatkraft. Und mit dem unerschütterlichen Glauben an die Zukunft haben Sie, verehrte Frau Rogalski, in schweren Nachkriegsjahren dieses Geschäft wieder aufgebaut. Als Frau ganz auf sich gestellt, denn Ihr lieber Mann konnte ja nicht mehr an Ihrer Seite stehen. Darüber hinaus haben Sie noch Zeit gefunden, 5 Söhne großzuziehen. Was das bedeutet, kann ich in etwa ermessen. Ich habe selbst einen und der langt mir schon lange. Wir leben in einer Zeit, in der die Frauen ihren Mann stehen. Und gerade vor 3 Jahren hatte ich die Ehre, im Namen des Bezirksamtes Ihrer werten Schwester, Frau Gertrud Stranitzky, zum 25-jährigen Jubiläums Ihres Zwischenmeisterbetriebes gratulieren zu dürfen. Ich wünsche der Firma Rogalski, auch im Namen unseres Bezirksbürgermeisters, für die Zukunft weiterhin viel Erfolg, Steigerung des Umsatzes und Gesundheit für die Chefin, damit sie uns, ihrem Geschäft und unserem Bezirk noch viele Jahre erhalten bleibt. Auf Ihr Wohl, verehrte Frau Rogalski. Vielen Dank. Prost, Herr Stadtrat. Prost allerseits, Prost. Kinder. Prost. Herr Stadtrat, Sie haben so wunderschöne Worte gefunden. Naja, ohne viel zu suchen, nicht wahr? Es kam aus dem Herzen. Aber jetzt muss ich leider unhöflich sein. Ich weiß, ich bringe Sie noch hinaus. Frau Neumann, Kinder, komm, geht vor in die altdeutschen Stuben. Ja, seht nach, ob der Tisch in Ordnung ist. Wiedersehen, Herr Stadtrat. Wiedersehen, Herr Stadtrat. Wissen Sie, dass ich ein alter Kunde von Ihnen bin? Was? Ja. Wissen Sie, wann ich diese Brieftasche gekauft habe? 57. Davon hatten wir nur 10 Stück. Kosten heute schon das Doppelte. Verstanden Sie? Ja, wir kommen also gleich nach. Ja, mein Gott, wie die Zeit vergeht. Da kann man nur sagen. Hoffentlich kaufen Sie sich bald eine neue. Wovon sollen wir Ledergeschäfte sonst leben? Und ich möchte mich noch sehr bedanken, Herr Stadtrat, dass Sie gekommen sind. Ja? Vielen, vielen Dank. Wir kommen gleich nach. Ja. Ich habe zu danken. Aber wiedersehen, Herr Stadtrat. Und Herr Stadtrat, ja? Vergessen Sie nicht, wir haben sehr schicke neue Ledertaschen reinbekommen. So. So. Na nun, was ist denn da los? Gar nichts, gar nichts. Kleine Reparatur. Wieso? Buchstabe war locker. Buchstabe? Davon hatte ich ja keine Ahnung. Wieso? Du brauchst ja nicht alles zu wissen. Komm, gieß mir was ein. Oh ja, Moment. Hm? Deine Schwester sieht aber fabelhaft aus. Kunststück, wenn ich's Kleid mache. Also bitte, das ist doch wieder mal typisch, nicht? Ich arbeite die ganze Nacht durch und du gehst. Na nun, komm, sei nicht so geizig. Du, Tante Trutchen gefällt mir bei heute gar nicht. Nee, die arbeitet zu viel. Bist du froh, dass ich wieder mit ihr versöhnt war? Ja, wurde auch Zeit. So, Schlimmste scheint vorbei zu sein. Kinder, bevor wir jetzt dieses Glas leeren, da möchte ich gerne ein paar Worte zu euch. Ja, was ist denn, mein Schatz? Ich muss doch gar nicht Auto fahren. Nee, na da hat er doch aber nur recht. Komm, darf er? Ja? Einen kleinen Schluck. So, mein Herzchen. Na, keine Angst, will ja keine lange Rede halten. Ich finde nur, es wurde heute so viel Aufhebens um mich gemacht. Dabei habe ich wirklich nur das getan, was jeder andere Mensch an meiner Stelle auch getan hat. Das stimmt aber nicht. Ja? Es war eben die Rede hier von meinem unerschütterlichen Glauben an die Zukunft. Ja, das ist doch gar kein Wunder, den musste ich doch einfach haben, nicht? Die wimmelte doch andauernd um mich herum, in fünffacher Ausführung. Natürlich jetzt. Als Papa damals 49 starb, da musste ich schon all meinen Mut zusammennehmen, um überhaupt weiterzumachen. Wenn man so allein da steht plötzlich, eine Frau mit einem Geschäft und 5 Kindern. Die ersten Jahre, die waren sehr schwer. Aber ihr habt es mir immer leicht gemacht. Und dafür möchte ich mich heute bei euch bedanken. Wir waren sowas wie, naja, sagen wir, wie eine verschworene Gemeinschaft, nicht? Und deshalb hängen wir doch alle so aneinander. Also auf jeden Fall mehr, als mein Schwiegertöchtern lieb ist. Wenn du, aber komm, redet doch nicht so. Ich kann euch ja sehr gut verstehen, hätte mir ja auch nicht gepasst. Schwere Jahre, aber zählen doppelt, ja? Das müsst ihr verstehen. Und wenn mir euer Vater auch oft gefehlt hat, ich bin mir trotzdem nie wie eine alleinstehende Frau mit 5 Kindern vorgekommen, sondern, also sagen wir eher wie eine Witwe mit 5 Männern. Und um die haben mich sehr viele beneidet. Und wenn euer Vater jetzt von irgendwo auf uns heruntersieht, dann ist er bestimmt genauso stolz auf euch wie ich. Trutchen, warum weinst du? Du hast doch deinen Albert noch. Vielleicht gerade deshalb. Oh. Jedenfalls, wenn ich euch so ansehe, dann kann ich nur sagen,
Solche 5 Söhne, die soll mir überhaupt erst mal einer nachmachen. Prost, Herr Doktor. Prost, Mutti. Die reißt den Mund ganz schön weit auf. Aber wenn du morgen bei mir auf dem Stuhl sitzt und ich mit dem Bohrer komme... Gott sei Dank ist aus dem zweiten Akademiker nicht auch ein Zahnarzt geworden. Prost, Michael. Du, wenn dein Studium nur halb so gut wird wie dein Bart... Ach, Mama, das musste ja kommen. Oh. Warum soll's dir besser gehen als mir? Pass auf, jetzt krieg ich mein Fett. Ja, leider, leider ist aus dem dritten Akademiker nichts geworden. Aber bist ja auch so sehr tüchtig. Prost, Thomas. Prost. Und Stefan? Na, die Tankstelle hast du mir ja auch nur verziehen, weil sie so eine Goldgrube ist. Geworden, mein Junge, geworden. Na, und den Enkel, den wir dir geschenkt haben, zu dem sagst du wohl gar nichts. Ja, doch, der ist mir sehr gut gelungen, nicht? Aber den Zug, du, den hast du von deinem Großvater. Na, seht euch mal alle Werner an, schon ganz nervös. Der Älteste und kommt zuletzt. Aber das hat seinen guten Grund, mein Junge. Wenn ich dran denke, wie ungern du in unser Geschäft eingetreten bist. Und heute bist du doch aus dieser Firma überhaupt nicht mehr wegzudenken. Dabei war das bestimmt nicht immer einfach, hast dich ja nach der Chefin richten müssen. Aber die, das doch auf, kenn mich doch. Du warst zwar meine rechte Hand, aber es ging ja doch immer nur nach meinem Kopf. Das ist aber ab heute vorbei, mein Junge. Kinder, ich möchte euch jetzt alle bitten, mit mir das Glas zu erheben und anzustoßen auf das Wohl des neuen Chefs. Was denn, du willst dich zur Ruhe setzen? Na, nicht zur Ruhe setzen, aber in Zukunft will ich etwas kürzer sehen. Jetzt bist du richtig erwachsen. Du hast Hunger? Ja, wir gehen gleich. Oh Gott, jetzt hätte ich ja die Hauptsache beinahe vergessen. Komm, Werner. Du, Mutti, das... Ja, was ist denn? Will immer nicht in meinen Kopf, dass ich jetzt... Das ist doch schließlich dein Geschäft. Nein, ab heute ist es deins. Ich bleibe natürlich auch noch Chefin, aber so mehr pro forma, weißt du, auf dem Papier. Du hast von heute ab freie Hand. Ja, wir kommen. Ja, komm, Werner. Komm, Kinder, ja? Glaubst du das so richtig, ja? Aber nun warte doch erst mal. Bitte. Na, Rogalski und Sohn. Schön, nicht? Ach, die Maschine nach Frankfurt. Vorsicht! Das ist ja noch mal gut gegangen. Ida, Ida, das ist kein gutes Omen. Frutchen, ist doch nur provisorisch. Bitte lassen Sie sich ruhig Zeit, ja? Es soll ja schließlich etwas länger halten. Na, mein Junge, freust du? Das ist etwas ganz raffiniert Schlichtes, lieferbar in Braun, Schwarz, Grün und Blau. Mhm. Frau Neumann, kommen Sie gleich mal. Ja? Ich glaube, auf Blau können wir verzichten, was? Ja. Schwarz und Braun je 10 und 5-mal Grün. Schwarz und Braun je 10 und 5-mal Grün. So, und hier habe ich noch was ganz Verrücktes, aber sehr schick. Eine ausgesprochene Novität. Beachten Sie doch bitte mal die originelle Verarbeitung, Herr Rogalski. Ja, an dieser Tasche sollten Sie wirklich nicht vorübergehen. Ein sehr apartes Modell. Ja, für uns vielleicht ein bisschen zu apart. Na, nu, Herr Bartel ist da. Warum sagt mir keiner Bescheid? Fahr doch in der Wohnung. Guten Tag, Herr Bartel. Guten Tag, Frau Rogalski. Was bringen Sie Neues aus Paris? Na, hören Sie mal. Entsetzlich. Hätten Sie auch in Paris lassen können. Die ist ja ausgesprochen hübsch. Davon bestellen wir 10 Stück, du. Ja, das habe ich schon. Ja, je 10 in Schwarz und Braun und 5-mal Grün. Wieso? Du hast schon geordert? Ja, wir sind gleich fertig. Kann ich mal das Auftragsbuch sehen? Aber bitte sehr, nee, Frau. Bitte sehr. Dankeschön. Wieso 50 Stück? Von welcher Tasche 50 von Stück? Diese hier, Gnefrau, bitte sehr. Na, sag mal, das kann doch nicht dein Ernst sein. Doch, diese Tasche wird unser Verkaufsschlager. Frau Rogalski, die Tasche hat etwas. Denken Sie an meine Worte, das ist mein schönstes Stück. Herr Rogalski, ich habe noch was zu erledigen. Ja, Sie können ja, gehen. Und dann der Preis, Gnefrau. Eine ausgesprochene Metier. Ja. Ja, also die Tasche wird man Ihnen aus der Hand reißen. Also bitte nicht 50 Stück, dafür haben wir kein Hinterland. Davon nehmen wir 10 Stück. Hier, notieren Sie. 10, sehr wohl. Die. Könntest du bitte mal einen Augenblick kommen? Die ist hübsch. Bitte? Ja, gleich. Davon nehmen wir auch 5 Stück, ja? 5. Schreiben Sie auf, ich bin gleich wieder da, Herr Bartel. Ja, was ist? Hast du was? Wie kannst du mich so blamieren? Psst. Versteh dich nicht. Was soll denn die Neumann von mir denken? Und der Herr Bartel, hä? Wäre nicht nötig gewesen. Hättest mich nur zu rufen brauchen. Und ich kann dich doch nicht wegen jeder Kleinigkeit rüberholen. Was Kleinigkeit? Na, Kleinigkeit ist vielleicht gut. Eine Order von 20 Mille? Du, beim Ordern will ich dabei sein. Ein für alle Mal. Ach nee.
Warum hast du mich da erst zum Chef gemacht? Doch nicht, um das Geschäft zu ruinieren. So ein Blödsinn. 50 von diesen teuren Handtaschen in dieser Gegend. Bleiben wir auf 40 mindestens sitzen. Was machst du denn da? Du kannst dich doch jetzt nicht anziehen. Du hast doch einen Vertreter da. Ich? Du. Du bestellst doch, nicht? Sag mal, wo isst du das bloß alles hin? Du bist ja wirklich wie dein Vater. Für dich macht es aber Spaß zu kochen. Kinder, ich muss doch zum Friseur. So kann ich doch unmöglich verreisen. Mutti, vergiss den Flugschein nicht. Hab ich schon mal was vergessen? Außerdem komme ich doch im Reisebüro direkt vorbei. Kinder, räumt ab, ja? Also, bis nachher. Wie lange bleibst du denn eigentlich weg? 4 Wochen Bad Nauheim und dann noch 3 Wochen zur Nachkur. 7 Wochen? Mhm. Dann wirst du sicher gut erholen. Ja, ich erst. Sag mal, immer noch Schwierigkeiten mit Ihrem Geschäft? Was heißt immer noch? Wird immer schwieriger. Du hast doch gut. Studieren und was zum Essen nach Hause kommen. Verstehe ich nicht. Ihr habt euch auch früher immer so gut verstanden. Ja, da war ich ja Ihr Angestellter. Ja. Seit sie mich zum Chef gemacht hat, als ich nichts zu sagen hatte, da hatte ich viel mehr zu sagen. Eigene Ideen darf man schon gar nicht haben. Dabei ließe sich aus dem Laden so viel machen. Mensch, viel, viel mehr. Wenn sie mich bloß machen ließen, Mensch. Das wird sie schon. Na, schön wär's ja. Gerade jetzt haben wir eine neue Sache gestartet. Weißt du, ich habe mir gedacht, in der Reisezeit müssen noch Koffer gehen. Denkst du? Ganze 3 Stück haben wir verkauft in den letzten Wochen. Ja und? Pass auf, jetzt habe ich mit dem Reisebüro eine Absprache getroffen. Seit heute Morgen sind unsere beiden Schaufenster neu dekoriert. Alles für die Reise. Zigarette? Koffer, Reisetaschen und so weiter. Und dazwischen ein paar Prospekte von Ferienorten, große Plakate mit Bahn- und Flugverbindungen und dazwischen ein kleiner Hinweis auf das Reisebüro. Dafür steht dann in dem Ihrem Laden ein Satz Koffer, der ebenso diskret für die Firma Rogalski wirkt. Mhm, hübsche Idee. Mhm. Weiß Mutti schon davon? Nee, aber sie kommt ja gleich beim Reisebüro vorbei. Bin gespannt, was sie dazu sagt. Ich nicht mehr. Ich weiß es schon. Komm doch mal her. Hier halt mal. Na nur, Frau Rogalski, wollen Sie etwa verreisen? Wie kommen Sie denn darauf? Sehe ich vielleicht so aus? Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Triffst deine Abmachung mit dem Reisebüro, ohne mich zu fragen? Du weißt doch ganz genau, dass gegenüber das Geschäft von Ledermeier ist. Wir sind uns doch bisher noch nie ins Gehege gekommen. Sag mal, Mutti, für wie dumm hältst du mich eigentlich? Glaubst du wirklich, ich hätte mit Herrn Meier vorher nicht drüber gesprochen? Oh. Du wirst furchtbar lachen, er hat nichts dagegen. Ach, nichts dagegen. Nein, er gibt nämlich sein Geschäft sowieso auf. Schon auf der Suche nach einem Käufer. Meier? Ja. Ledermeier gibt sein Geschäft auf? Ja. Davon habe ich doch gar keine Ahnung. Hab's ja auch erst vor ein paar Tagen erfahren. Du, seitdem du hier Chef bist, da erfahre ich wohl überhaupt nichts mehr. Aber das eine sage ich dir, diese neumodischen Werbemethoden hören auf. Wir sind bisher ohne ausgekommen und werden es auch in Zukunft können. Das wirst du sogar müssen, ich steig nämlich aus. Du steigst aus? Ja. Aus unserer Firma? Und zwar zum nächstmöglichen Termin. Bitte. Bitte. Reisende soll man nicht aufhalten. Herr Meier? Rogalski. Ich wollte mal fragen, ob Sie schon einen Käufer für Ihr Geschäft gefunden haben. Nein? Komme ich doch gleich mal rüber.
Also bis gleich. Hoffentlich tut dir das nicht eines Tages leid. Aber du musst ja wissen, was du tust. Das weiß ich auch. Deinen Anteil kannst du jedenfalls jederzeit ausgezahlt bekommen. Wirst du auch brauchen, wenn du dich selbstständig machst. Aber schade. Schade um das schöne Geld. Weißt du, Mutti, ich glaube, 12 Lehrjahre bei dir waren genug. Kann ganz gut auf eigenen Füßen stehen. Was? Ach, du kannst doch noch nicht mal richtig disponieren. Lässt dich doch von jedem Vertreter einwickeln, wenn ich an die Bestellung mit diesen 50 Handtaschen denke. Wenn ich nicht immer schützend meine Hand über dich gehalten hätte, wärst du doch dann längst... Dann wäre ich schon längst selbstständig. Und das werde ich dir jetzt beweisen. Ja, halt mal fest. Komm doch mal rum. Na, kommt er? Nee, der rückt und rührt sich nicht. Das hat hier oben ein Fachmann gemacht. Na, du mit deinem Ehrgeiz. Denkst du, das muss für die Ewigkeit sein? Na ja, das sah ja auch so aus, ne? Man soll eben nie Geschäfte mit der eigenen Familie machen. Ja. Achtung! Der Sohn hinterlässt aber eine große Lücke. So. Dauert's noch lange, Trutchen. Ich kann nicht mehr stehen. Ida, Ida, bleib mal stehen. Wirklich, gefällt mal gar nicht. Dreh dich mal ein Stückchen, ja? Bitte, bitte. Abgenommen hast du auch. Ist das ein Wunder? Dreh dich mal richtig, ja? Muss doch alles alleine machen. Abends sitze ich noch stundenlang über den Büchern. Ist ein Jammer, dass du und Werner, wo ihr euch doch immer so gut verstanden habt. Ja, das liegt doch nicht an mir, war doch nicht mehr auszuhalten mit ihm. Wirklich empfindlich wie eine Mimose. Von wem er das wohl hat, nicht? Na, von mir nicht, nicht? Mit mir ist noch jeder ausgekommen, wirklich jeder. Ida, lass einen Arm oben. So, nun geh mal ein paar Schritte. Was sagen denn deine Söhne dazu, hä? Du weißt doch, wie Kinder sind. Leider nicht, Ida. Leider nicht. Sei froh, Trutchen. Sei froh, dass du keine Kinder hast. Wirklich. Hab mich aufgeopfert. Das habe ich doch nicht verdient, nicht? Ne. Ist eben der Lauf der Welt. Ja, Ida. Ja. So, nun sind wir aber fertig. Ah. Tu mir einen Gefallen, ja? Dreh dich nochmal um. Du wirklich. Schick. Schick, sage ich dir. Du wirst Furore machen bei der Eröffnung. Wieso, bei welcher Eröffnung? Na, von Werners Geschäft. Na, da gehe ich doch nicht hin. Niemals. Sein Geld hat er weg. Nun soll er es verpulvern, aber ohne mich. Ida. Nein, ich sehe mir den Laden nicht an. Nicht mal von Weitem. Mensch, du guck mal, der neue Laden. Klasse. Die da in der Mitte. Habe ich mir zurücklegen lassen. Schick. Wir haben überhaupt nur schicke Sachen. Müsstest du mal den Inhaber sehen. Sowas hat gefehlt in unserer Gegend. Ha, meinst du den Laden oder den Chef? Was du immer willst. Entschuldigung. Galski. Kommt mir so bekannt vor. Das ist der alte Laden um die Ecke. Das ist hier der Sohn. Die sind verwandt? Die Boutique und der Trödelladen? Mhm. Hier habe ich noch etwas ganz Sportliches. Büffel. Nein, hä? Die nicht. Wissen Sie, ich suche eine ganz bestimmte Tasche. Und Mahlzeit. Zwar habe ich Mahlzeit, sie, Frau Neumann. Mahlzeit. Ja, bitte? Im Fenster. Das ist sie. Die meine ich. Was, die? Ja. Ja, die habe ich leider nicht mehr an Lager. Aber ich kann Ihnen etwas entzückend anders erzählen. Nein, das ist 13 von Ihnen. Aber wissen Sie, ich habe mich so in diese Tasche verliebt. Ich versuche es mal woanders. Haben Sie vielen Dank. Bitte sehr. Wiedersehen. Ich mache das schon vor, Frau Galski. Tut mir leid, das mit der Tasche. Aber ich hätte sie heute mindestens schon 5-mal verkaufen können. Herrgott, das erzählen Sie mir doch seit Tagen. Ich kann mich ja schließlich auch mal irren. Bin ja nur ein Mensch. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Womit kann ich dienen? Sagen Sie, ich suche eine ganz bestimmte Tasche. Mhm. Die ist so sportlich und schlicht und hat einen genagelten Verschluss. Einen genagelten Verschluss? Ja. Die Tasche aus Paris? Ja, die aus Paris. Ist leider ausverkauft. Tja. Bitte bemühen Sie sich doch um die Ecke, ja? Mhm, gut, danke. Zu meinem Sohn. Danke, Wiederschauen. Das ist ja eine schöne Bescherung. Kann man wohl sagen.
Komisch, ich hatte die ganze Zeit schon so ein merkwürdiges Gefühl, dass Mutti sich überhaupt nicht meldet und nach den Jungen hat sie sich auch nicht erkundigt. Ich kann das immer noch nicht fassen. So ein gut eingeführter Laden. Frau Neumann übertreibt bestimmt nicht. Dass der Laden so schlecht geht? Ja, der geht überhaupt nicht, sagt Frau Neumann. Und was sagt Mutti? Ja, kennst du doch, die sagt doch nichts. Ihr beißt sich die Zunge ab. Auf jeden Fall müssen wir irgendwas unternehmen. Es ist ja schließlich in unserem Interesse, dass der Laden nicht vor die Hunde geht. Ich war ja gleich dagegen, dass die beiden sich Konkurrenz machen. Was machen wir denn jetzt? Einer von uns muss mit Mutti sprechen. Wer? Na, der Familienrat schon Beschluss gefasst? Ja, wir wollen mit Mutti reden. Nicht mehr nötig, ich habe eben Wärme getroffen. Na und? Ich glaube, die Angelegenheit erledigt sich von selbst. 21, 36, 55. Och, ich weiß nicht. Also jedes Mal kommt was anderes bei mir raus. Ida, hör auf, mach morgen weiter. Du bist doch total übermüdet. Du bleib mal so. Weißt du, wie die jetzt aussieht? Also wie Mama. Mama. Meinst du, die Krise geht spurlos an mir vorüber? Hm. Im Moment, da klagen doch alle. Ja, aber das Geschäft habe ich allein aufgebaut und ich werde das Geschäft auch alleine halten. Und wenn ich daran kaputt gehe. Mhm. Hast du was gesagt? Ich? Nichts. Ida. Werd mich schön hüten. Ich weiß, ihr lacht alle über mich. Auch du, Trutchen, ich weiß es genau. Aber wir sehen eines Tages. Da wird Werner schon einsehen, dass er einen ganz großen Fehler gemacht hat. Vielleicht sieht das schon ein. Weißt du, was er vorhat? Nein, will ich auch nicht wissen. Er kann machen, was er will, interessiert mich nicht. Wieso? Ist irgendwas mit seinem Geschäft? Mhm. Er gibt den Laden auf. Was tut? Du, das ist nicht wahr. Nein, das darf nicht sein. Ida! Ida, wo rennst du hin? Also diese Frau. Sag mal, du dummer Junge, warum hast du das nicht deiner Mutter gesagt? Ach, mein Junge, das habe ich doch nicht gewollt. Mutti. Du kannst sofort wieder bei mir anfangen. Mutti, ich muss dich fürchterlich enttäuschen. Du kannst reden, was du willst, Tömer. Es ist alles vergessen und vergeben. Das hat ja seinen ganz bestimmten Zweck. Mutti, komm. Ja? Komm mal mit, steig ein. Wieso? Na, Mutti, gefällt's dir? Klingt doch gut, nicht? Richtige Laufgegend. Eine Filiale am Kurfürstendamm. Das haben wir uns immer gewünscht, dein Vater und ich. Endlich zwei Läden. Wieso zwei? Na, Neukölln und hier. Du wirst doch jetzt alleine hier Inhaber. Und du? Ich ziehe mich zurück. Ich lasse mich überhaupt im Laden nicht mehr blicken. Ich meine, außer im Ausverkauf, ja, oder? Na ja, vielleicht noch zu Weihnachten. Aber nur, wenn du mich nötig hast. Ich denke, ich kann nicht disponieren. Nee, das kannst du auch. 50 von diesen Pariser Handtaschen zu bestellen. 100 hättest du bestellen müssen.